Deshalb kommen wir jetzt zur Konstellation Saturn-Uranus. Die ergibt sich, nicht vergessen, das sind langsam laufende Planeten jetzt, ja? Beide. Die ergibt sich, wenn Saturn im Feld 11 steht. Oder Uranus im Feld 10. Ergibt sich aber nicht, wenn Saturn im Zeichen Wassermann steht oder Uranus im Zeichen Steinbock steht, weil das sind langsam laufende Planeten, die werden nicht in den Zeichen gedeutet. Und weil sie so langsam laufend sind, gelten auch die Aspekte nicht. Aspekte zwischen langsam laufenden Planeten können jahrelang bestehen. Jahrelang. Kann man nicht individuell nachweisen. Deshalb gibt es da nur zwei Formen für Saturn-Uranus. Saturn in 11 oder Uranus in 10. Hier auf dieser Ebene kann der Steinbock an der 11. Felderspitze sein oder der Wassermann an der 10. Felderspitze. Das gilt. Das gilt. Okay. So, was ist Saturn? Noch eine ganz kurze Frage. Wie lange läuft Uranus? Durch ein Zeichen oder? Ja. 7 Jahre. 7 Jahre. 84 durch den ganzen Tierkreis. Mhm. So, der Saturn-Uranus. Saturn-Uranus kommt auf die Welt. Schaut zu sich selbst nach innen. Schaut in die Welt nach außen und sagt, hier passt was nicht. Das ist fundamental gemeint, diese Aussage. Ja. Hier passt etwas nicht. Hier ist das eine mit dem anderen, egal was das eine ist und was das andere ist, hier ist das eine mit dem anderen immer, 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 egal wo ich hinschaue, unvereinbar. Hier passt was nicht. Es gibt ja immer das eine oder das andere. Es gibt ja das Ich und das Du, es gibt Vater und Mutter, es gibt Innen und Außen, es gibt Tag und Nacht und es gibt immer das eine und das andere, ja? Also in der dualen Welt. Aber wo auch immer Saturn Uranus hinkommt, sagt er, es passt nicht. Und das Drama, was jetzt entsteht, ist eine sehr schwierige Konstellation, ja? Das Drama, was jetzt entsteht, weil nichts passt. Ist, dass der kleine Saturn-Uranus bemerkt, dass er selbst oder sie selbst eins ist. Aber wenn er oder sie auch nach innen schaut, zu sich selbst, auch da, habe ich gesagt, passt es nicht. So wie es außen auch nie passt. Und dann entsteht im Innen ein Gefühl von Verzweiflung. Entzweit, Verzweiflung. Das passt hier nicht, das passt da nicht. Es passt nicht, das passt, aber das passt nicht. Innen passt es nicht, außen Verzweiflung. Und dann kommen plötzlich die Eltern an, stellen sich vor den Saturn-Uranus, vor den Kleinen, und dann weiß das Kind, die beiden passen nicht zusammen. Ihr passt nicht. Du und du.
Ihr seid aber zwei, ich bin aber eins. Und dass ihr nicht passt, das habe ich in mir. Ich bin verzweifelt. Ich will eigentlich, dass Mama und Papa passen. Aber das ist nicht. Die sind, würde das Kind in Verstrichen sagen, in ihren Charakteren völlig unvereinbar. Papa ist ganz anders als Mama und umgekehrt auch. Und wie soll ich denn das leben? Als einer. Saturn-Uranus, das ist eine Konstellation, bei der es übermäßig häufig vorkommt, dass das Kind ein Zwillingskind ist und auch ein zweites Zwillingskind da ist. Weil sich die Seele vorher gesagt hat, also alleine kann ich das nicht ertragen, dann machen wir gleich noch einen, dann kommen Zwillinge. Kennt jemand von euch Zwillinge? Ich bin einer. Warum muss ich das haben? Kann sein, muss nicht, weil es viele verschiedene Konstellationen gibt, aber okay. Wenn ihr jemanden kennt, oder nee, stellt euch das mal so vor. Ja, also das stimmt. Stellt mal so vor. Ihr seht auf der Straße, kommt euch jemand entgegen mit Zwillingen im Kinderraum. Vielleicht sogar Mama, Papa. Geht mal davon aus, dass Mama und Papa ganz, ganz unterschiedliche Menschen sind. Dass die gar nicht zueinander, das ist objektiv gesehen auch ganz oft so. Deshalb haben die Zwillinge gekriegt. Weil sich die eine Seele gedacht hat, nee, da teile ich mich mal lieber, weil alleine kann ich diese Unvereinbarkeit, diese Verzweiflung nicht ertragen. Und wenn es aber nicht funktioniert mit den Zwillingen, dann kann es, passiert es auch sehr häufig, dass es ein Mensch ist, der hat irgendwelche Arten von Organverdopplungen. Also es können so Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel zwei Brustwarzen auf einer Seite. So, ja. Aber Organverdopplung, das gibt's. Einfach, das ist dann immer ein Bild dafür, dass irgendwie, man muss das irgendwie auseinanderkriegen, weil alleine ist es unerträglich. Das heißt, im Kern ist Saturn-Uranus eine Konstellation, bei der der Mensch oder durch die der Mensch ständig versucht, die Form des Lebens, in der er oder andere leben, zu ändern. Immer aus der Form herauszuspringen. Keine Form hat Bestand. Jemand hatte mal gesagt, Saturn, Uranus ist so, stell dir mal vor, du hast hier so eine Vase, eine Ming-Vase aus der Ming-Dynastie in China und die ist 500 Millionen Euro wert, ja? Und dann gibst du jemanden, die in der Hand sagt, trag die mal darüber. Saturn Uranus hat, lässt er die 100% fallen. Weil bei Saturn Uranus hält sich keine Form über eine längere Zeit. Deshalb ist zum Beispiel Saturn Uranus eine klassische Konstellation dafür, dass das Kind früher oder später erleben wird, dass sich die Eltern trennen. Scheidungskonstellation. Und das bedeutet für Saturn und Uranus auch, dass die eigenen Beziehungen, die man lebt, oft auch in Scheidung, also oder in Trennung, Scheidung ist ja jetzt so für Ehe, in Trennung enden. Weil das sind Wiederholungserlebnisse. Man lebt dann sozusagen die Unvereinbarkeit der Eltern in der eigenen Beziehung nach. Solange bis man erkannt hat, worum es eigentlich geht, ja, was man da eigentlich macht. Und Fakt ist auch, das gehört auch mit, ganz wichtig zu wissen, zum Kern von Saturn-Uranus, aufgrund dieser Verzweiflung und der ersten Erkenntnis, dass nichts passt. Also, dass die Welt entzweit ist. Auseinandergebrochen. Entsteht kompensatorisch als seelische Gegenbewegung ein unbändiger Wunsch nach Harmonie. Ein unbedingtes Bedürfnis nach Harmonie. Es entsteht Positivismus. Etwas
kritischer ausgedrückt, es entsteht eine enorme Konfliktscheu. Man vermeidet Streit, man vermeidet Konflikte. Weil jeder Konflikt, egal welcher Art, ob man vielleicht nicht das richtige Wechselgeld bei Lidl zurückgekriegt hat oder der Konflikt mit dem Ehepartner oder den Kindern, ist ganz egal, ob im Kleinen oder Großen, jeder kleine oder größere Konflikt erinnert an den Urkonflikt, der im Sinne einer Projektion bei den beiden Eltern schon bestanden hat. Die haben nicht gepasst. Und das will man nicht wahrhaben. Man will es nicht wahrhaben. Das ist eine Schutzreaktion. Wunsch nach Harmonie, Konfliktscheu sind klassische Verhaltensformen, kompensatorische Verhaltensformen von Saturn Uranus. Ist natürlich keine Lösung, ne? Jedem Konflikt aus der Welt zu gehen oder zu sagen, oh, also die zweite Frau meines Vaters, wie sagt man dann immer so, wenn man gläubig ist, Gott habe sie selig. Die war unter anderem so eine Saturn-Uranus-Frau. Und wenn es mal Stress gab, und den gab es, und man irgendwie ein bisschen geredet hatte, dann kam von ihr immer der legendäre, also in unserer Familie ist das der legendäre Spruch, kam von ihr immer der Spruch, so, aber jetzt wollen wir alle rechtfertig sein. Nichts gelöst. Aber jetzt wollen wir alle recht fröhlich sein. Ich habe den Käsekuchen noch hinten. Genau, jetzt wollen wir mal was Schönes essen, alle zusammen. Das ist noch das Top. Aber es könnte doch auch sein, dass ein Synonym dafür verwandt wird. Lass uns jetzt davon aufhören. Natürlich, es gibt ja viele Varianten. Ja, ja, natürlich. Ja. Ach nein, das wollte schon. Genau. Also sieht das doch nicht alles so negativ. Oh ja, und so weiter. Genau, das ist ja so bestehen. Genau, der Teppich ist alles. Man geht aus dem Zimmer schnell. Also wir müssen es ja natürlich, ihr müsst es so sehen. Ein Mensch ist, was er ist. Und wenn er Saturn Uranus hat, hat er Angst vor Konflikten, weil er ihn erinnert an das erste Drama seines Lebens. An die Verzweiflung, die er in sich gespürt hat. Und deshalb kann man nicht erwarten, dass so ein Mensch in jeden Konflikt reingeht wie bekloppt. Das geht gar nicht. Es sei denn, im individuellen Einzelfall gibt es Bedingungen, Rahmenbedingungen, in denen sich diese Konstellation aufhält, die das möglich macht. Aber dann ist das auch wieder nur eine Kompensation und eine Übertreibung und so weiter und so weiter. Also man muss einen Menschen schon, wenn man astrologisch arbeitet, genau als das verstehen, was er ist. Und man kann niemandem irgendwas raten oder sagen, was er tun soll, damit es ihm besser geht, was der gar nicht kann, aus seinem Wesen heraus. Das machen auch viele Astrologen. Also denkt man nicht, dass das sowieso klar ist, was der sagt. Es gibt viele Leute, die, also jetzt mal von Astrologen abgesehen, draußen die Psychologen, Therapeuten und so weiter, die ja leider das Geburtsbild nicht zu Hilfe nehmen können, die geben manchmal Ratschläge, wo eigentlich klar ist, dass dieser Mensch das niemals schaffen kann, weil die gar nicht so tief blicken können. Naja, hier ist jetzt auch nicht wirklich jetzt eine Lösung, oder? Doch. In dieser selbstverständlich, doch. Und also eine Lösung wäre zum Beispiel, weil das, was ich gesagt habe, diese Konfliktscheu, ja, dieser Hang ins Positive. Jetzt wollen wir alle mal rechtfertig sein. die Lösung wäre, nee. Mit dem Käsekuchen warten wir jetzt noch. Wir klären das jetzt. Genau. Nee, wir müssen das jetzt klären, weil sonst wären wir nicht glücklich. Also die Lösung ist, in Konflikte durchaus hinein. Also jetzt nicht konfliktsüchtig zu werden, sowas gibt es ja auch. Ja? So Therapie-Junkies dann und so. Genau. Wie bitte? Ich sage, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Naja, dann, ja. Genau, dann wird das eine mit dem anderen kompensiert und so kompensieren sich alle gegenseitig. Also das ist so eine... So eine Konfliktbereitschaft ist schon auf jeden Fall wichtig, weil sonst, es bleibt ja dieses Gefühl der Verzweiflung unter der positiven Oberfläche, bleibt ja bestehen.
gute Miene zum bösen Spiel. Das bleibt ja bestehen. Ja. Solche Konstellationen hier, ich meine, alle Konstellationen, die wir hier besprechen werden, da gibt es einige, die sind relativ gut lebbar, relativ, also leicht ist nichts von dem, was wir hier machen, relativ gut lebbar, und manche sind echt ein Hammer. Die gehört dazu, ne? Die gehört dazu. Mond Saturn gehört dazu. Bei Merkur-Saturn ist ja wenigstens eine Kombination mit dem Denken und so. Ja. Ne? Also, aber so ein Saturn-Uranus, also wisst ihr, jede Konstellation hat selbstverständlich, wenn sie dann aus dem Inhalt, den sie darstellt, in eine Form fließt, auch die Möglichkeit, in eine gute Form zu fließen. Ja? Das wäre ja dann die erlöste Form. Die entwickelte Form, ja. Ein Saturn-Uranus kann zum Beispiel sagen, so wie die Welt, in der ich lebe, so wie das Land, in dem ich lebe, hier läuft was, das gefällt mir überhaupt nicht, das geht ja gar nicht. Und dann wird der ein Revolutionär. Der läuft nicht nur mit einer geballten Faust in der Tasche rum, sondern der macht so und wird revolutionär. Es geht jetzt gar nicht um die Inhalte, ja, oder um Bewertungen, ob das jetzt richtig ist oder nicht, was Che Guevara gemacht hat oder was Widerstandskämpfer im Dritten Reich gemacht haben oder keine Ahnung, aber er wird auf jeden Fall auf Widerstand gehen. Er wird also revolutionär. Er wird also versuchen, eine bestehende Form, zum Beispiel gesellschaftlich, zu stürzen. Der Saturn-Uranus. Davon rede ich. Genauso wie der, dem du die Ming-Vase für 5 Millionen Euro nachdenkst, der wird die fallen lassen. Der wird versuchen, die Form zu ändern. Versteht ihr das? Was dabei rauskommt, das wissen wir erstmal nicht, ob das was Gutes ist oder nicht. Und das ist ja auch eine Bewertungsfrage, ist es nun gut oder nicht. Ist es gut, dass man sagt, Corona, das ist ja eine riesige Lüge. Ist es gut oder nicht? Das ist eine Frage der Bewertung. Widerstandskämpfer im Dritten Reich, ist es gut oder nicht? Das ist eine Frage der Bewertung. Das ist ganz egal, das ist immer alles eine Frage der Bewertung. Das tun wir natürlich erstmal astrologisch nicht. Aber Fakt ist, ein Saturn-Uranus wird immer versuchen, eine bestehende Form zu stürzen. Das heißt, Formen, dafür steht Saturn, halten sich nicht lange, dafür steht Uranus. Also lasst ihn niemals eine teure Vase tragen. Ich schwöre euch, der stolpert. Der stolpert. Der kann gar nicht anders. Die Vase kommt nicht heil da drüben an auf dem Teetischchen da. So, naja, gut. Ja, und was dann sehr beliebt ist im Sinne von Erkrankungssymptomen bei Saturn-Uranus? Brüche? Ja, Brüche auch, aber eher Zerrungen, Verrenkungen im Bewegungsapparat. Aber Tumor dann auch? Nein, keine Tumorenkonstellation. Ja, nee, das, ja, es ist alles gut geschlussfolgert, aber wenn ich immer sage dann ja oder nein, dann sind es einfach Erfahrungswerte. Saturn-Uranus hat mit Tumorbildung gar nichts zu tun. Saturn-Uranus ist zum Beispiel auch oft TBC. Saturn-Uranus ist auch oft Nierengrieß. Interessanterweise, nicht Steine. Grieß. Der Uranus macht das Grieß, den Grieß aus dem Saturn, aus dem Stein. Mhm. Ja, der macht Grieß draus. Ja, also auch Nierenprobleme in dem Sinne.
Und Saturn-Uranus ist auch eine klassische Konstellation für also wenn zum Beispiel, man ist krank gewesen und jetzt mal auf dem Weg der Gesundung und man soll jetzt zum Beispiel, sagt der Arzt, nach die und die Tabletten so lange nehmen, weil die und die Therapien noch so und so weiter, der bricht oft Therapien ab. Weil eine Therapie wäre ja auch eine bestimmte vorgegebene Form. So, du nimmst jetzt 2 Tabletten morgens und abends und dann noch über die nächsten 3 Monate. Macht er nicht. Also ich übertreibe jetzt, natürlich kann der das auch machen. Aber es ist immer jedenfalls sehr lästig, wenn das einhalten muss. Ja? Also das ist jemand, der im medizinischen Sinne jetzt auch zum Beispiel einfach Therapien frühzeitig abbricht. Weil er sagt, ah, er wollte nicht. Was? Ja, jeden Tag, abends und morgens 2 Tabletten, kann ich die nicht alle auf einmal nehmen oder so. Ja? Also die ganzen 120 Stück, die man dann noch nehmen soll. Jetzt nicht 4 am Tag nur, nee, nee. TBC ist jetzt nicht so logisch, oder? Das ist dieses wechselnde Erscheinungsbild von der TBC in den verschiedenen Formen. Das verstehe ich nicht. Ich überlege die TBC, so eine Erklärung für mich, ob das dieses wechselnde, diese wechselnde Form der TBC, ob das der... Einerseits das, aber diese Aussage von mir mit TBC hat, also die, ich begründe das ursprünglich damit, dass, dass man herausgefunden hat, dass Saturn-Uranus innerhalb der Homöopathie das Mittel Tuberculinum ist. Ah, okay. Passt haargenau, ja. Tuberculinum ist ein Mittel für Leute, die eben nicht lange in einer bestimmten, zum Beispiel auch im Beruf oder so, ja. Nach 2 Jahren sind sie schon wieder weg und gefällt mir nicht, ich muss was anderes machen. Oder, das ist ja nur ein Beispiel von 100.000. Oder jemand, der 5-mal geheiratet hat oder so. Und immer wieder geschieden wurde, ja. Das ist ja auch ein Bruch in der Form. Ja. Ja? Und so weiter. Im Sinne von Verflüchtigung oder Flüchtigkeit. Wechsel. Ja, schon, aber wegen des Tuberkulinums. Naja, du kannst, also, wenn du das... Also, es geht im Kern, das ist ja das Wichtige, es geht im Kern, also letztlich auch meinetwegen bei Tuberkulinum, um das nicht aufrechterhalten können einer Form. Eine Form hat wenig Bestand. Weil sie sich immer schnell ändern soll oder will oder muss. So ist es ja aber auch wirklich, wenn man ganz tief reinkommt. Naja, natürlich. Ist deshalb eine passt es ja. Stufe, ne? Genau. So. Okay. Jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt noch Saturn-Neptun. Mhm. Das ist nämlich auch nochmal dieses Ding.